Ich finde das Feature toll. Okay, weiter geht's. R6 ist so der Coverheld. Deswegen meinte ich auch, der Helm passt ganz gut, den ich da hab. Tja. Ja, ich habe überlegt, ob ich nicht den Granatenhelden nehme, aber... Ja, okay. Doch, ich mache es. Ich mache es. Ein Herz mehr ist schon ganz cool. Aber eine Granate bringt dann im Endeffekt irgendwie dann doch mehr. Manchmal. Ist halt immer eine Glückssache. Aber ich mag Glücksspiele. Sie ist mir irgendwie sympathischer als er. Aber gut. Das hilft nix. Geronimo! Das ist auch eine gute Maske. Die passt sehr gut zum Kanal. Die sollte ich immer tragen. Cthulhu. Mögen die Tentakel uns allen gnädig sein. Ich lach, wenn du jetzt 30 Granaten bekommst. Ja, man weiß es immer nicht. So, ich mache jetzt die Tür auf und gehe gleich mal in den Kampfraum. Weil wenn wir nicht jetzt den Kampfraum schaffen, dann hat alles keinen Sinn. Oder so. Ich weiß nicht genau, mit welcher Logik das jetzt, aber... Passt schon. Läuft doch ganz gut. Einmal wurde ich dann doch noch getroffen. Schade. Eine Air Force-Medaille. Mehr Schaden, wenn ich in der Luft bin. Ach so. Springen und Schießen mache ich eher nicht so gerne. Aber ein bisschen Dämonenpower können wir sammeln. Für Binding of Isaac fällt mir gerade ein, soll angeblich tatsächlich noch ein Add-on kommen. Das ist eh schon so ein verrücktes Content-Monster, aber das soll angeblich nochmal was kommen, dass dann noch mehr Synergie zwischen den Items entsteht und neue Items natürlich und neue Bosse und alles. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist jetzt schon so irre, was es da alles gibt. Aber das wird jetzt auch schon seit 5 Jahren oder wie lange es das gibt mit kostenlosen Updates versorgt. Da wundert es einem auch nicht. Ich habe nur einen Schlüssel, dann gehe ich da jetzt nicht rein. Das macht keinen Sinn. Stichwort Cthulhu. Kommt der Landsquid eigentlich aus Innsmouth? Ha, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich plane ja eben gerade, das so ein Landsquid Birdrider Spiel zu machen. Und da weiß ich selber noch nicht, wie das Setting überhaupt genau wird. Und bin deswegen auch noch nicht wirklich... Habe noch nicht wirklich mit meiner Prefab... Herstellung begonnen, weil ich noch nicht genau weiß, welche Sachen ich eigentlich genau brauche zur Dekoration der Welt. Weil entweder ist es postapokalyptisch in der Zukunft oder eben irgendwas Übernatürliches oder einfach nur so eine einzige, einmalige Anomalie in unserer echten, realen Jetzt-Welt. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Da werde ich mal noch beraten, mich am Wochenende oder am Donnerstag besser gesagt. Mit 2 Freunden von mir. Wie das genau wird dann wahrscheinlich. Ich würde Geld bei der Glückstür spenden. Habe ich vor, ehrlich gesagt. Aber ich sammle noch ein bisschen. Ich glaube, 5 kostet einmal drehen. Jetzt hätte ich 15 zum Beispiel. Ich hätte schon gehofft, mit der Air Force Medaille könnte ich höher springen oder sowas. Oder Doppelsprung. Leider nicht.
Okay, es gibt noch super viel zu erkunden. Und hier könnte vielleicht sogar noch ein geheimer Raum oben sein. Und ist er auch. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass Gegner von Haus aus keinen Schaden machen. Für mich sind Gegner einfach quasi Hitboxen, denen ich ausweichen muss, standardmäßig. Aber in dem Spiel ist es ja gar nicht so. Okay, jetzt haben wir erstens ein Alien-Baby und zweitens Wait-Tag. Sieht leicht zu installieren aus, erhöht die Waffe Feuerrate, na dann. Wärmesuchende Patronen, die Gegner automatisch treffen. Na dann, sehr gut. Ich habe aber leider auch ab und zu wirklich Hänger im Stream und ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Ich hoffe, dass es nicht mein Stream ist, der heute so spinnt. Das wäre ärgerlich. So. Schlüssel. Ziemlich viel Schlüssel kriegen wir. Das ist ganz cool. Und eine Rakete. Rocket Mod. Was? Take a chance, you find... Wann? Ab und zu. Ab und zu schieße ich jetzt einfach zusätzlich zu meinem Projektil eine Rakete. Explodiert die? Kann ich damit irgendwie Steine wegsprengen und Geheimgänge öffnen und so Zeugs? Das ist ein Versuch wert. Das wäre nämlich ziemlich cool. So, was hatten wir denn hier? Hier ist die Rätseltür, die Goldtür, die Slotmaschinentür, die Glücksspieltür. Das schauen wir jetzt mal. Aha, ich meine immer, das sind Sprungfelder aus irgendeinem Grund. Brauchst keine Granaten mehr. Ah ja, na guck. 5 Münzen. Na komm schon. Juhu. Ich glaube, ich mache die Kiste böse. Aber ich habe nur noch ein Herz. Ah. Nicht gut. Ich habe nur noch ein Herz, aber viele Kristalle. Ich glaube, in dem Fall mache ich die Kiste lieber normal auf. Ja, ich traue mich nicht. Die nächste Kiste wird wieder böse gemacht. Ja, sind halt wärmesuchend und Steine sind nicht so warm. Aber gut. Ja, aber funktioniert. Das ist echt super cool. Hi, das ist der Drailgun. Hallo. Ah, kann man die Auflösung wieder nicht runterschrauben. Das ist natürlich echt nervig. Hey, übrigens, ihr könnt jetzt immer noch auf Patreon Vorschläge machen. Wegen dem Streamspiel zum Beispiel, das jetzt hier quasi ausnahmsweise Neon-Dingens ist. Wie heißt es? Neon Abyss, genau. Aber auch für Specials. Für von Patreon bestimmte Specials. Nur falls ihr es nicht mitbekommen habt. Könnt ihr jetzt noch machen. Die Woche so. Oh, ja, bis zum Wochenende oder so, sage ich mal. Keine Ahnung. Nur, dass ihr es wisst, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Fällt mir gerade ein. Ja, das ist schon echt ziemlich cool mit diesen Raketen. Muss ich schon sagen.
Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich mich selber töte, wenn ich vor mir irgendwie in so Kisten auf den Boden schieße oder sowas. Das kann wahrscheinlich passieren. Was haben wir denn da? Ein richtiges Item. Eine Kendo-Maske. Eine Chance, dass man feindliche Angriffe blockt. Einfach so. Das ist cool. Genau, Specials jetzt auch. Also so Themen für Specials. Ohne festen Termin oder sowas. Ohne irgendwelche... wie soll ich sagen, festen Vorgaben von wegen mache ich dann jede Woche oder so, weil ist halt von Thema zu Thema super unterschiedlich. An dem ist es auch öfter schon gescheitert, solche Vorhaben, weil das einfach extrem unterschiedlich ist. Aber ja, genau. Grundsätzlich könnt ihr das jetzt machen. Alien Baby X. Jetzt mit noch mehr Alien-Power. Ah ja. Guck. Die traue ich mich jetzt wieder. Und jetzt kriegen wir eventuell schon noch nicht... Nee, noch keine Dämonengeheimtür. Eine Granate könnte ich hier kaufen. Brauche ich aber nicht. Habe ich befürchtet. Jetzt hätte ich 56 Gold. Kann ich dafür wirklich nichts beim Händler kaufen? Ist x-mal so Alien wie ein normaler Alien, genau. Was, Thema? Ich sollte langsam mal wieder dir was zuschicken. Was meinst du? Ich muss jetzt unbedingt auf jeden Fall... das kommt auch... Das mache ich auch garantiert diese Woche. Jetzt endlich fertig das nächste feinjustiert Video. Das ist nämlich sowas von überfällig. Mache ich auch gleich zwei am Stück. Also das zweite dauert wieder ein bisschen, aber genau. Black Widow. Mal schauen, was das Ding jetzt kann. Hold your breath. Active... Moment, was? Roll forward a short distance. Das mit roll forward a short distance verstehe ich nicht. Ach so, das kann ich jetzt auf meinem Special-Knopf machen. Ausweichrollen. Bin ich währenddessen auch unsterblich? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber so ein Laser. Laser und Raketenwerfer gleichzeitig. Kann es sein, dass ich jetzt... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass ich weniger Raketen jetzt schieße, aber dann auf einmal... Piu, 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 piu. Ach so, meinst du, das Skript, das du schon lange gemacht hast. Ja, warum nicht? Das stimmt. Aber nur kein Stress. Ei, ei, ei. Cool. Okay, cool. Jetzt habe ich auch genug Schlüssel, dass wir uns gemütlich hier noch die Belohnungen holen können. Zwei Granaten. Na, es gibt Situationen, da ist so eine Granate vielleicht sogar ganz gut, weil weniger Selbstverletzungsgefahr besteht. Insofern, why not? Der Laser schießt durch Wände. Ah, cool. Sieht nicht so aus. Aber vielleicht nicht durch alle. Vielleicht nicht durch die Level-Abgrenzungen oder so. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Ist ja wurscht. Bosszeit. Der God of Plushies, den hatten wir auch schon mal. Aber durch Gegner schießt er auf jeden Fall. Das ist cool schon mal. Au. Wow, bin ich gerade mächtig. Also meine Waffe ist schon ziemlich krass. Brave Cookie. Bad and delicious. Brave and delicious. Bad. Add Shield.
And a Heart Container. Okay, cool. Na dann, kann man sich hier irgendwie auch die Map nochmal, ups, nochmal ganz anschauen oder so, ja. Da sind wir so ziemlich alles abgegrast. Habe ich schon den Geheimraum gefunden? Ja, war ein Kampfraum. Na dann hauen wir ab. Cool, das war ein ziemlich gutes erstes Level. Ich glaube, so mächtig bin ich noch nie aus dem ersten Level rausgekommen. Durch Gegner durchschießender Laser, ab und zu mal eine Rakete, ganz viel Eier und defensiv auch ziemlich, echt nicht schlecht. Die Schussfrequenz ist ein bisschen lahmarschig, wenn es darum geht, Gegner, die auf mich zufliegen, wegzuhalten. Da war so ein Maschinengewehr schon besser, aber das ist okay. Das ist okay. Eine Fackel. Golden Torch. Extra Treasure Room in each level. Auch schon in dem Level hier? Wer weiß. Aber zwei Schatzräume pro Level sind schon cool, auf jeden Fall. Danke, goldene Fackel. Danke, mysteriöse Göttin, die da immer so rumsteht und blöd guckt. Habe ich jetzt gerade versehentlich auf eine Kiste geschossen? Oder kriege ich auch Dämonenpower, wenn ich irgendwie... Schaden krieg. Bin mir nicht sicher, aber ich teleportiere mich jetzt gleich mal zum Bonusraum. Beziehungsweise schieße ich mal schnell Raketen. Ach so, die Raketen, sollen die durch die Wand fliegen? Ist das normal? Ich schaue gerade wegen Bonusraum hier, aber zumindest die Raketen... haben jetzt keine Collision Box, die die finden oder sowas. Naja, dann weiß ich es auch nicht. Egal. Jo, schade schön. Schade schön. Dankeschön fürs dabei sein und ciao dann. Schade. Die Raketen würden treffen, wenn einer da wäre. Ja, genau, habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich, dass das so wäre. Okay, Teufelsraum. Was genau mache ich jetzt hier eigentlich? Sacrifice, kriegen die wirklich ein Herz? Ich gebe denen ein Herz-Container von mir. Okay. Devil Horn, Nerve System 6.0 oder Clown Head. Also ich bin für die Devil Horn oder das Nerve System 6.0. Das klingt schon ziemlich gut. Das ist schon 5 Versionen über unserem Nervensystem. Das klingt mächtig. Das Gehirn, sagte Zakorak auch. Na gut. Weapon Damage Movement Speed. Das ist cool. Forget Sheep, you keep dreaming of Unicorns. Ja. Cool. Wir sind schneller und machen mehr Schaden. Ach ja, genau. Ich mache in der Luft theoretisch immer noch mehr Schaden. Na gut. Da schauen wir uns natürlich noch um, bevor wir zum Boss gehen. Oh, ich habe gar keinen Schlüssel mehr. Nein! Wie gemein. Oh, da wäre eine neue Waffe. Ah, das ist aber wirklich gemein. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Schlüssel. Aber die würde ich natürlich schon echt gern testen. Na, schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück.
Ja. Ach, wisst ihr was? Geheimer Raum könnte ich mal schnell schauen. Geheimraum beim Boss wahrscheinlich, genau. Habe ich mir auch gerade gedacht. Na, komm schon, Rakete. Ah, die fliegen immer so blöd. Ich muss ein bisschen nach unten zielen, glaube ich. Damit die. Ach, wisst ihr was? So. Warum nicht? Nicht leicht auf die Entfernung zielen mit dem Ding. Oh, was haben wir denn hier? Saturn-Lollipop. Ah, je mehr Eier ich habe, desto schneller kann ich schießen. Da wären jetzt natürlich noch mehr Eier noch besser. Aber wird auch die Nachladezeit von meinem Laser mitgerechnet? Bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, weiter geht's. Nein, das war ein böses Antiherz oder wie oder was? What happened? Oh Gott, jetzt habe ich die Tür da unten auch böse gemacht. Ich meine, ist okay, aber wollte ich gar nicht. Warte mal, was macht denn die Katze eigentlich? Sammelt Herzen und bringt mir schimmlige Herzen. Das klingt gut. Könnte es sein, dass es irgendwie Pets gibt, die man nicht unbedingt haben will? Weil ich will das nicht unbedingt haben, das Pet, das ich da habe. Ich glaube, ich will keine Schimmelherzen. Die Monster sind aber alle so cool, dass die Raketen null Bock haben. Ja, aber ich verstehe es auch nicht. Von wegen wärmesuchend. Moment mal, warum ist das Ding gerade nicht kaputt gegangen? Ah, okay, passt schon. Aber wenn sie mal treffen, hauen sie dafür echt rein. Yeah, der Schmiedehammer. Waffenschaden erhöht. Eine Stufe 3 Waffe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die noch tauschen will. Oder sind alle meine Waffen jetzt Stufe 3? Wer weiß. Wir haben eh keinen Schlüssel, also ist es wurscht. Guck mal, der hat jetzt das Herz schimmelig gemacht, bevor ich es mir holen konnte. Was für ein Arsch. Warum? Warum tust du mir das an, Katze? Alle meine Waffen sind auf 3. Ah ja, cool. Ich sage nur Donald Trump als Pet. Okay, da bin ich gespannt. Ich finde, den Peter ist schon nicht gerade toll.
Die machen mir tatsächlich Schaden. Ich wollte es jetzt testen. Ich krieg tatsächlich Schaden durch die Herzen. Hey Peter, was ist mit dir los? Naja, gut. Ich hoffe, der stirbt bald. Jetzt gehen wir mal zum Boss, weil wir haben sonst eh nichts mehr zu tun. Obwohl, mit 40 schaue ich nochmal kurz zum Händler. Schimmelige Herzen können dich doppelt heilen. Ach so, ist das so ein Glücksspiel mit Schimmelherzen. Entweder Schaden oder doppelte Heilung. Naja, gut. Soll ich 15 Gold für ein Schild ausgeben für den Boss? Ja, okay, von mir aus. Vorsichtshalber. Einmal Schaden abwehren mehr. Hey, die Leiste wäre schon wieder voll. Kann das sein? Oder ist das... Nö, irgendwie nicht. Naja. Dann gehen wir zum Boss. Ah ja, der God of Guns. Der ist nicht so schwer. Sehr gut. Was ist das gleich nochmal? Herzcontainer und mehr Waffenschaden, aber man schießt ein bisschen langsamer. Na gut, okay. Ich glaube, das ist es trotzdem wert. Na dann. Ab ins nächste Level. Ja, los geht's. Der Boss gibt mir auch ein wenig für die Leiste. Ah ja, cool. Level 3. Der Grabber, der klaut mir jetzt das Geld, oder? Jetzt habe ich eine Katze, die meine Herzen schimmelig macht und einen Grabber, der mir mein ganzes Geld klaut. He collects coins and has a chance to give you a random pickup. Okay. Und wenn er stirbt, droppt er. Ich meine, vielleicht kriege ich wenigstens ein cooles Pickup von dem, aber damn. Na super, ich kriege jetzt gar nichts mehr. Was sollte ich machen? Ah ja, genau. Zum Dämonenportal teleportieren. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich so viel Bock drauf habe. Jetzt einen Herzcontainer zu opfern, aber natürlich mache ich's. Aber ich glaube, ab jetzt spiele ich nicht mehr auf Dämonen hin. Was haben wir denn hier? Like of the King. Berserker Blood. Und Drilling Warhead. Das ist Donald Trump. Ah ja, ich meine, es sieht ihm auch sehr ähnlich. Das ist ihm schon sehr nachempfunden. Nur blond ist er nicht. Der Money Grabber. Na super. Ja, der Grabber, das macht ja auch voll Sinn, weil Donald Trump einfach der größte Volltrottel im Universum ist. So. Und seine Aussagen sind noch schlimmer. Ein Drill Warhead klingt schon interessant. Aber wenn man stirbt, bekommt man manchmal bis zu 700 Coins. Das Schwert... Das Berserkblatt? Okay, dann nehme ich das. The Fury drives your body. Je weniger Herzen, desto mehr Kugeln. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Waffe irgendwie so einen großen Unterschied macht, merke ich gerade. Aber schauen wir mal. Ich habe eigentlich nicht viele Herzen. Oder ist das gemessen an den Maximalherzen? Ich weiß es nicht. Au. Ah, guck mal, jetzt schieße ich zwei Laser, weil mir ein Herz von meinem Maximalherz fehlt. Okay, ich verstehe. Rakete! Ah, Mann, ey.